Endoklinik Hamburg, Helios Endoklinik. Gleich gibt es ein künstliches Kniegelenk. Ich warte darauf, dass ich abgeholt werde. Das Experiment ist, anschließend geht es direkt wieder ins Wohnmobil. Oh, das wird tatsächlich ein kleines Abenteuer mit den Krücken und dem eingeschränkten Raum. Wie komme ich aufs Bett? Wie sieht das mit dem Sitzen aus? Die Heike fährt dann das Wohnmobil. Das ist klar, ich darf das nicht. Mal schauen, wie es läuft. Das ist Kiffis Leben im Wohnmobil mit dem Thomas und später dann auch mit der Heike. So, gerade aus dem OP gekommen, beziehungsweise von der Aufwachstation. Bin jetzt seit ein paar Minuten hier und es scheint alles ganz gut gelaufen zu sein. Und das Experiment mit dem direkten Umzug nach 3 Tagen ins Wohnmobil kann also beginnen. Operiert worden bin ich hier in der Helios Endoklinik in Hamburg. Ich habe ganz lange recherchiert und habe mir eine Klinik ausgesucht, die 1.500 Operationen im Jahr macht und zu den besten in Deutschland gehört. Für Endoprothetik, für Knie- und Gelenkoperationen. Ich glaube, das war eine gute Wahl. Ich habe den Eindruck, dass die hier sehr, sehr professionell organisiert sind. Jetzt wird sich im Rahmen der ersten Visite zeigen, wie das mit der OP gelaufen ist. Ich habe aber den Eindruck, dass es ganz gut funktioniert hat. Heute ist Freitag, der 16. August. Und nach Aussagen der Ärzte bleibt man so 3 bis 4 Tage im Krankenhaus. Wenn ich Glück habe, komme ich am Montag raus. Ich will nicht sagen, dass ich da ein mulmiges Gefühl habe, aber ein bisschen Respekt davor. Wobei ich vor der OP schon trainiert habe, wie ich da oben ins Bett reinkrabbeln kann im Wohnmobil. Und das hat also funktioniert. Wir fahren von hier aus direkt nach Bad Füssing. Max 1 heißt dieser Kurcampingplatz, der auch über Physio verfügt. Und da werden wir dann 3 Wochen bleiben. Und ich werde versuchen, gut bei der Physiotherapie mitzumachen. Denn was ich immer wieder höre, ist das A und O, was die Nachbehandlung angeht, dass man da gut mitmacht. Das ist jetzt der erste Tag nach der OP. Ist ja schon ein Wunder, dass man heutzutage nach so einer OP, nach einem komplett künstlichen Kniegelenk, direkt wieder aufstehen darf und ein paar Meter gehen darf. Da sieht man, da hat der Katheter gesessen. Der ist mir heute Vormittag auch gezogen worden. Jetzt blutet das noch ein bisschen nach innen, deshalb ist es wahrscheinlich ganz wichtig, dass man ein bisschen die Muskulatur kontrahiert und ein paar Bewegungen macht, damit das Blut abfließt, absorbiert wird. Die Frage ist natürlich, warum denn direkt ins Wohnmobil? Seid ihr experimentierfreudig? Sind wir eigentlich nicht. Aber wir haben ja die, die uns verfolgen, die wissen das. Wir haben kein richtiges Zuhause, sondern wir leben im Wohnmobil. So, und dann haben wir dieses Experiment auch gewagt. Ja, der Hauptgrund ist ja auch, dass Thomas einfach nicht in irgendein Kursanatorium wollte. Das ist für ihn grauselig. Ja, also stimmt. Ja. Ich hatte keine Lust, in eine Kurklinik zu gehen, in ein Reha-Zentrum. Und die Heike ist dann allein im Wohnmobil, ich muss sie ja beschützen. Ja, genau. Und der Hund darf nicht damit hinkommen in so eine Klinik. Und naja, ich bin da schon sehr Wohnmobil verbunden. Und deshalb haben wir das so gemacht. Ja, freitags die OP, nachmittags im Aufwachraum, Montag Vormittag bin ich dann entlassen worden und habe mich mit dem Taxi zu dem Campingplatz bringen lassen. Anschließend sind wir direkt losgefahren. Heike ist ganz wacker, die 900 Kilometer von, ja. von die härtesten 900 Kilometer meines Lebens, weil was? Ich 2 Tage lang ohne Pause einen Fahrlehrer neben mir sitzen hatte. Ja. Mädels, ihr wisst das, ihr kennt das Problem. Aber wir sind heil angekommen. Stopp, hier geht's nur ums Knie. Heike ist die Ambulanzfahrerin. Sie kutschiert mich jetzt von der Helios Endoklinik in Hamburg
zu dem Kurcampingplatz Max 1 in Bad Füssing. Sind allerdings noch 530 Kilometer. Wie viel? 530 Kilometer. Da steht 580. Da steht 530. Also da steht 581 Kilometer. 580, du hast recht, Thomas. Ich habe auf die Zeit geguckt. Und das ist mein 33. Knie. Von der Sonne beschienen für einen schnelleren Heilungsprozess. Ja, also auf dem Campingplatz angekommen, gab es direkt ein paar Hürden zu überwinden. Und wir gehen auch direkt darauf ein, was man und wie man was machen kann. Das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, das war der Einstieg oben ins Bett. Wir haben das Bett hier oben in der ersten Etage und haben eine Leiter angestellt. Das ist die Variante, die ein bisschen schwieriger ist. Wir haben hier oben auf dem Bett auch zusätzlich diese Topper drauf getan. Die decken die Bettfläche komplett ab. Und die Alternative wäre jetzt, die Leiter wegzunehmen und hier dieses Mittelteil weiter nach innen zu schieben. Und dann sieht man da unten, da hat man da noch eine Treppenstufe. Und dann ist es etwas einfacher, ins Bett zu kommen. Ich habe mich entschieden, durchaus von Anfang an hier diese Variante zu wählen, weil man geht ja auch normal irgendwo eine Treppe rauf und runter. Und die Leiter ist an der Seite leider nur eingehakt. Deshalb muss man unbedingt immer, wenn man mit einem Bein auf einer Stufe draufsteht, erst das andere Bein draufstellen und auch belasten, damit die Leiter also immer unter Belastung bleibt. Wenn das nicht der Fall ist, kann die quasi hier rausrutschen. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, wenn man das macht. Das sieht dann folgendermaßen aus, so wie man das in der Krankengymnastik lernt. Das gesunde Bein stellt man hoch und nimmt das andere Bein danach. Und das wiederholt man dann jetzt entsprechend. Wichtig ist, die Belastung muss drauf sein und auf dem anderen Bein. So, und der nächste Schritt ist dann, dass man dann mit einem Knie hier oben drauf geht, das andere nachzieht und dann ist man hier oben. Umgekehrt setzt man sich eben hin. Dann macht man es auch umgekehrt, nämlich das Bein, das betroffen ist, mein linkes Bein, das geht dann immer voran. So, und dann setze ich also hier unten auf der Leiter den rechten, den guten Fuß auf. Und der betroffene Fuß, der geht hier voran. Ich nehme den gesunden nach. Der betroffene Fuß geht auf den Womo-Boden und dann entsprechend bin ich wieder unten. Wenn man auf den Stühlen sitzt oder auf der Bank, ist das Aufstehen kein Problem. Das Wohnmobil hat ja grundsätzlich den Vorteil, dass man kurze Wege hat und immer irgendwelche Flächen, wo man sich zusätzlich beim Aufstehen da noch abstützen kann, so wie ich das hier machen kann. Stehe einfach auf und gut ist. Ne? Ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin von Hamburg hier nach Bayern gefahren mit dem Wohnmobil und habe am Steuer gesessen. Die Heike ist natürlich gefahren. Aber ich zeige es von hier der Seite, wie ich da ins Wohnmobil einsteige, auf den Fahrer- bzw. Beifahrersitz, weil auf der anderen Seite steht unser Quechua-Zelt. Und da ist das ein bisschen eng. Hier ist es besser. Den großen Vorteil, den wir auch schon wieder vorher hatten mit unserem Wohnmobil, war, dass wir uns hier diese Freistufe kann man sich, wenn man die anschaffen möchte, freistufe.net, könnt ihr nachgucken, dass wir uns haben diese Freistufe einbauen lassen, weil schon vor 5 Jahren waren wir auch nicht mehr so ganz jung und das ist dann eben bequemer. So, wie steige ich hier ein? Hier steige ich jetzt vorwärts ein. Immer den gesunden Fuß zuerst, wenn man nach oben geht, nachsetzen, gesunder Fuß, nachsetzen und dann drehe ich mich jetzt nicht auf dem kaputten Bein, weil das geht ins Kniegelenk. Auch grundsätzlich, wenn man keine Probleme hat, immer wichtig vorher den Fuß schon in die Richtung drehen, in der man sich setzen möchte. So, und dann bin ich drin. Ja. Auf der Fahrt von Hamburg hierher
gab es ein Problemchen, das eben darin bestand, direkt nach der OP, dass das stundenlange Sitzen dann bewirkt, dass man irgendwann Wasser im Knie hat und dass es dann auch ein bisschen schmerzt. Hier auf dem Beifahrersitz habe ich mir dann die Rückenlehne nach hinten gemacht und habe das Bein oben, so wie ich das hier als Beispiel zeige, auf dem Cockpit abgelegt. Das ging ganz gut. Mit der Zeit wurde es auch ein bisschen unbequem, weil das Bein kriege ich auch noch nicht ganz gestreckt. Und je mehr man in die Streckung geht, desto schmerzhafter wird es. Außer dieser Entlastung mit dem Cockpit haben wir dann natürlich auch mal öfters Pausen gemacht und wir sind mit einer Zwischenübernachtung hierher gefahren. Wir haben hier im Wohnmobil diese elektrische Stufe, die die meisten von euch ja auch kennen. Aber da ist es, wenn man frisch operiert ist, ein bisschen schwierig, weil die Stufenhöhe ist dann doch groß. Deshalb haben wir als Alternative, aber das haben wir auch schon länger im Wohnmobil gehabt, einen zweistufigen Schemel. Den stellt die Heike jetzt gerade mal dorthin. So, und dann wird es also deutlich einfacher. Die Gehhilfen stelle ich wieder zur Seite und dann drehe ich mich rum. Und wie gesagt, immer mit dem betroffenen Bein, auch wenn man rückwärts geht, zuerst auftreten, das nicht betroffene Bein nachsetzen, das verletzte Bein runtersetzen, wieder nach. Und so kommt man dann auch ohne größere Probleme aus dem Wohnmobil raus. Die Krücken stehen jetzt da hinten. Die hätte ich mir besser ein bisschen an die Seite gestellt. Die holt die Heike dir dann. Die holt die Heike mir. Gut, so. Wir haben ja auch schön so leichte Lymphdrainage gemacht und massiert. Und das Bein ist auch anschließend also recht schnell jetzt wieder abgeschwollen. Mhm. Heike hat Krankengymnastik gemacht mit mir. Dadurch, dass sie ja auch eine Zusatzausbildung als Kosmetikerin hatte, hat sie auch Fußreflextonmassage und so Sachen gelernt. Und ja, das hat sich dann ganz positiv ausgewirkt. Ne? Das Wohnmobil als solches macht ja nicht nur Schwierigkeiten, es ist auch positiv, denn man kann sich überall abstützen, ne? Auf engstem Raum. Man hat keine langen Wege und dafür ist dann das Wohnmobil wieder gut geeignet nach so einer Knie-OP. Ihr hört das schon aus unseren Worten. Also das Experiment ist vollumfänglich geglückt. Es hat geklappt ohne irgendwelche Komplikationen. Man muss natürlich immer berücksichtigen, was ist die individuelle Situation des oder derjenigen, die sich da hat operieren lassen. Man sollte das oder kann es nach meiner Auffassung nur dann machen, wenn die Operation auch glatt verlaufen ist. Und ja, das war bei mir der Fall. Und das waren dann eben die besten Voraussetzungen, auch direkt ins Wohnmobil gehen zu können. In dem OP-Bericht stand auch drin, und so wurde es mir gesagt, dass ich anschließend direkt das Knie je nach Schmerzempfinden zu 100% schon belasten kann. Und das ging dann auch ziemlich schnell. Wir sind jetzt genau 14 Tage nach der OP. Heute sind die Klammern entfernt worden, was ein bisschen schmerzhaft ist, weil die Narbenränder, die waren noch ein bisschen rot. Aber ich fahre jetzt schon wieder Fahrrad. Und das funktioniert nicht nur gut, sondern ich habe den Eindruck, dass mir das neben der Physio mit am besten hilft. Weil es ist eine Kräftigung und gleichzeitig auch eine Dehnung. Denn mein linkes Bein ist ja betroffen. Wenn man da mit der Pedale oben ist auf der linken Seite, dann hat man den Winkel entsprechend in dem Kniegelenk. Und das spannt noch ein bisschen. Am Anfang mehr, jetzt wird es immer weniger. Man hat also quasi diese Dehnungsübungen für die Oberschenkelmuskulatur. Und andererseits stelle ich mein E-Bike immer so dosiert ein, dass ich die Trittgeschwindigkeit bzw. den Widerstand beim Treten immer etwas stärker machen kann. Das ist noch nicht besonders viel, aber ich merke einen Fortschritt. Zur Grundausstattung, wenn man nach der OP direkt ins Wohnmobil geht, gehören unter anderem Kühlpads. Ja, da hatten wir zu wenig dabei, haben wir nachgekauft. Also kauft euch vorher genug Kühlpads, damit immer so zwei eiskalt im Tiefkühlfach liegen.
Wir haben jetzt insgesamt vier. Jetzt haben wir vier. Und das ist auch gut so, weil das ja in so einem Gefrierschrank von einem Wohnmobil auch ein bisschen länger dauern kann, bis die wirklich runtergekühlt sind. Und das Kühlen tut dem Gelenk auch gut. Das ist auch eine hilfreiche Angelegenheit. Was gehört dann auch noch dazu? Desinfektionsspray, wenn man Richtig. Das Mundpflaster wechselt. Richtig. Man hat mir in Hamburg dieses durchsichtige Wundpflaster draufgegeben, das auch wasserdicht ist. Davon haben wir uns auch eine Packung gekauft, knapp 20 Euro. Das habe ich dann zwischenzeitlich auch mehrfach gewechselt. Das ist tricky aufzutragen. Also die Versuche werden aber besser. Wenn der Thomas sein Knie heile ist, dann können wir das auch perfekt. Ja, was man auch verschrieben bekommt vom Krankenhaus sind diese Thrombosespritzen, die kann man sich auch selbst geben. Das tut auch nicht weh, wenn man sich da in den Bauch reinpiekt. Dafür braucht man sterile Tupfer. Ja, vorher Gehhilfen besorgen, auch die gab es über Rezept. Desinfektionsspray hattest du ja gesagt, sterile Tupfer. Auch beim Wechsel habe ich zusätzlich nochmal dann mit sterilen Tupfer das den Bereich um die Narbe und auf der Narbe so ein bisschen rumgetupft, um auf Nummer sicher zu gehen, damit das keine Probleme gibt. Und Schmerzmittel braucht man schon. Richtig. Also ich habe relativ starke Schmerzmittel verschrieben bekommen, nehme aber jetzt Ibuprofen, die nicht so stark sind wie diese Schmerzmittel. Und ich habe versucht, das jetzt im Laufe der 14 Tage auch weitestgehend abzusetzen. Ganz ohne Schmerzmittel, Ibuprofen komme ich noch nicht aus, aber auch das, die Schmerzen nehmen ab und entsprechend brauche ich auch weniger dann von den Medikamenten. Vielleicht noch ein paar grundsätzliche Worte zu der OP. Wenn der Heilungsprozess so weiter anhält, gehöre ich jetzt auch zu denen, die sagen, Mensch Gott, hätte ich das nicht schon früher machen gelassen, das wäre besser gewesen. In den letzten 6-8 Monaten war es ja so, wenn wir auf dem Campingplatz waren, habe ich das Fahrrad runtergenommen und bin dann 50 Meter zum Sanitärbereich mit dem E-Bike gefahren, weil ich so schlecht laufen konnte. Das hätte ich mir ersparen können, wenn ich vielleicht 1-2 Jahre früher die OP hätte machen lassen. Die OP war per Spinalanästhesie. Ich hatte die Wahl, das in Vollnarkose zu machen. Ich habe mich dann für die Spinalanästhesie entschieden, weil ich hatte mal so einen blöden Narkosevorfall. Man kriegt ja, wenn man in Vollnarkose gelegt wird, ein Mittel gespritzt, wenn man schon schläft, sodass die Atmung aussetzt, damit der Tubus gesetzt werden kann. Und ich war noch nicht so tief weg durch diese Schlafspritze, dass ich noch gemerkt habe, dass die eigene Atmung aussetzt. Und das konnte ich mir dann überhaupt nicht erklären. Ich habe da gelegen, habe gedacht, ja, du kannst nicht mehr atmen. Ich konnte mich nicht bemerkbar machen, habe dann gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Deshalb hier die Spinalanästhesie. Das war erfolgreich und insgesamt die Helios, die Endo-Helios-Klinik in Hamburg gehört mit zu den besten in Deutschland. Ich habe mir das ganz gezielt ausgesucht und es scheint so zu sein, dass es sich gelohnt hat, dorthin zu gehen. Wobei andere Krankenhäuser machen das wahrscheinlich auch kaum anders. Aber ich wollte eben auf Nummer sicher gehen und es hat sich doch für uns gelohnt. Dank Krankenschwester Heike und deinem hohen Einsatz ins Wohnmobil gegangen zu sein. Und Heike hat ja dann auch immer zusätzlich bis jetzt Aufgaben übernommen, die genuin mein Bereich gewesen sind, wie beispielsweise die Chemietoilette zu entleeren. Das war Kiwis Leben im Wohnmobil mit der Heike und dem Thomas. Ciao, ciao. Tschüss.